So, einfach nur so die Bade aufliegen haben auf dem Ball oder sogar nur die Füße. Und dann einfach mal den Po hochdrücken. Genau, einfach hochdrücken den Po und halten. Und dann so ein bisschen nach rechts und links drehen. Wenn ihr eure Hände ein bisschen weiter auseinanderlegt, habt ihr mehr Stabilität beim rechts und links drehen. So, und dann den Ball immer ranziehen, also wegschieben, ranziehen. Wieder runter? Nee, der Hintern ist ein bisschen, muss nicht extrem hoch sein, aber ein bisschen vom Boden weg. Trainiert auch wieder schön den Bauch und den Rücken und den Po. Ja, sehr gut. Ich freue mich schon auf euer Muskelkater morgen. Ich habe auch eben dran gedacht. Ja, siehst du, das war ein Gedankenübertragung. Aber das sieht sehr gut aus, was ihr macht. Super. Okay. Ball kämen und zwischen die Beine. Und auch hier nochmal rechts, links. Denkt dran, je weiter die Arme auseinander liegen, desto mehr habt ihr Auflagefläche und es ist einfacher, dass man nicht umfällt. Jetzt kreisen wir. Wir wechseln natürlich die Richtung. Lösen. Und? Merkt ihr schon was im Bauch? Okay, Ball in die Hände nehmen. Beine sind aufgestellt. Und einfach jetzt nur den Ball nach oben schieben. Ganz runter? Nee. Doch, wenn du möchtest, für den Anfang kann man... Ach so, der Pool, was machst du denn? Du legst dich ja nur hin. Und bewegst den Ball nehmen. Was macht ihr denn? Hochkommen. Ach so. Wir sind auf deinem Bauch. Ich mache keinen Arm drin. Bauch drin. Ich habe keinen Bauch gedreht. Das ist entspannend. Tolle Logik. So, jetzt holen wir den Ball von hinten, richten uns auf, setzen ihn an den Knien ab und kommen wieder nach hinten. Und rollen uns natürlich auch wieder ein, immer noch Bauch. Jawohl, das sieht super aus. Sehr gut. Okay, Beine lang nach oben. Die Arme auch lang nach oben, den Kopf ein bisschen abheben. Wenn ihr Probleme habt mit dem Nacken, könnt ihr auch eine Hand in den Kopf machen. Und dann drückt ihr einfach den Ball gegen die Beine und die Beine müssen auch dagegen halten. Damit die Lendenwirbelsäule nicht vom Boden weggeht, was müsst ihr dann machen? Bauch einziehen. Bauch anspannen, genau. Und atme nicht vergessen, das ist bei diesen Übungen immer sehr gerne. Beine? Ja, die Oberschenkel. Okay, lösen. So, jetzt habt ihr es gleich geschafft. Noch eine letzte Übung. Und zwar
Den Ball zwischen die Beine klemmen. Ball abdatschen, hochkommen, übernehmen, hinten abdatschen, hoch. Ist auch die letzte Übung. Komm, Endspurt. Das macht dir nicht mehr, glaube ich. Okay. Habt ihr super gemacht. Oh, jetzt ist ich finde, nach 2 Jahren war das schon.